Wenn wir mal aufzählen wollten, was gegenwärtig durch das Internet so alles in Gefahr ist, dann bekommen wir eine ganz hübsche Liste zusammen. Ich zähle das mal ganz kurz auf. Das Urheberrecht ist in Gefahr, die Privatsphäre ist in Gefahr, das geistige Eigentum ist in Gefahr, die Zeitungs- und Buchverlage sind durch das Internet gefährdet, die Meinungs- und Pressefreiheit ist gefährdet, eine kritische Öffentlichkeit ist gefährdet. In Gefahr ist aber auch die menschliche Verstandesfähigkeit. Ihr habt das mitgekriegt, sie wird bedroht von einer digitalen Demenz. Und natürlich ist auch der freiheitlich-demokratische die freiheitlich-demokratische Grundordnung gefährdet, der Rechtsstaat und viele andere Dinge mehr. Es gibt auch keinen Grund zur Panik. Man kann auch lesen, wenn man das Internet einschaltet, dass auch das Internet in Gefahr ist. Also ist das alles nicht so schlimm. Und dazu, zu diesen Gefährdungen, die durch das Internet angeblich entstehen, kommen noch viele andere Gefährdungen, die euch auch alle bekannt sind. Das sind sogenannte Standards oder irgendwelche Evergreens. Das sind also Dinge, die eigentlich immer gefährdet sind, an die wir uns gewöhnt haben. Ich kann das kurz aufzählen. Also in Gefahr sind immer Kinder und Jugendliche. Die Gesundheit ist ständig in Gefahr, die Umwelt ist ständig in Gefahr. Die innere Sicherheit, die Grundrechte, das kennen wir. Und damit ist natürlich die Liste der Gefährdungen nicht komplett. Ich kann noch weitere aufzählen. Denkmäler sind ständig gefährdet. Irgendwelche Tierarten sind ständig gefährdet. Bestimmte Unternehmen oder Branchen sind gefährdet. Arbeitsplätze sind gefährdet. Der Sozialstaat ist gefährdet. Seitdem diese Diskussion um diese Homo-Ehe läuft, ist die bürgerliche Ehe gefährdet. Die Banken sind gefährdet. Der Euro ist gefährdet. Europa ist gefährdet. Das Weltklima ist gefährdet. Und durch künstliche Intelligenz, das konnte man neulich lesen, hat Stephen Hawking wieder gesagt, ist also überhaupt die ganze Menschheit gefährdet. Und das hat er auch schon mehrmals gesagt. Also man kann also, und die Liste ist immer noch nicht komplett, man kann ganz allgemein sagen, eigentlich ist so ziemlich alles gefährdet, das aus irgendwelchen Gründen der besonderen gesellschaftlichen Wertschätzung unterliegt. Das ist schlimm, aber ich kann Entwarnung versprechen. Denn das Einzige, was nicht gefährdet ist, das ist die Wiederholung und Erweiterung dieser Routine von der Produktion von Gefährdungshinweisen aller Art. Diese Routine unterliegt der besonderen gesellschaftlichen Wertschätzung. Ihr kennt diese Routine alle. Sie ist sehr beliebt. Es gehört also irgendwie zum guten Ton, alles Mögliche für gefährdet zu erachten. Aber in Gefahr ist diese Routine nicht, im Gegenteil. Euch ist das ja alles gut bekannt. Das geht schon seit einigen Jahrzehnten so. Und ich meine, vieles spricht dafür, dass das auch in den nächsten Jahrzehnten so bleiben wird. Also könnte man sagen, es ist eigentlich alles in Ordnung. Die Dinge werden gefährdet oder es werden Gefährdungen mitgeteilt und kommuniziert. Und zwar inflationär. Ne? Nun, wer findet eigentlich heraus, was gefährdet ist und wer setzt diese vielen Gefährdungshinweise in die Welt? Das geschieht durch Experten. Experten sind Fachleute, die auf irgendwelchen Sachgebieten besondere Kenntnisse und Kompetenzen haben und die für die Gesellschaft auf die eine oder andere Weise unverzichtbar sind oder unverzichtbar sein sollten. Es sind also Experten, die mit Vorliebe von irgendwelchen Bedrohungen und Gefährdungen sprechen, weil Experten besser wissen als alle anderen, wie die wahren Verhältnisse in der Welt bestellt sind. Experten wissen immer sehr genau, was Sache ist, und sie wissen dann auch immer sehr genau, wo es lang geht. Aber warum machen die Experten das? Also warum sprechen Experten ständig von Bedrohungen und Gefährdungen? Experten machen das deshalb, weil sie selbst nämlich ständig von einem Bedeutungsverlust ihrer besonderen Kenntnisse und Kompetenzen bedroht sind. Und diese Bedrohung entsteht durch andere Experten, die vom gleichen Fach sind und die sich durch Massenmedien mitteilen und durch Massenmedien ihr besonderes Wissen präsentieren. Denn sobald sich ein Experte in irgendeiner kritischen Angelegenheit zu Wort meldet, ihr kennt das Verfahren, das habt ihr schon tausendmal gesehen, sobald sich irgendein Experte zu Wort meldet, so dauert es nicht lange, bis sich ein anderer Experte zu Wort meldet, der auch ganz genau weiß, worum es geht, und der natürlich besser informiert ist als alle anderen. Und schon geht die Diskussion los. Und dann, und diese Experten dieses voneinander wissen oder auch erwarten, also sie erwarten voneinander, dass jeder andere Experte es sowieso immer alles besser weiß, können sie nur schlecht miteinander reden.
Denn würden Sie das tun, würde das Publikum irgendwann ausgeschlossen, denn es handelt sich ja beim Publikum mehrheitlich um Laien, die also nicht genau wissen, worum es geht, und die dann dem Gespräch nicht mehr folgen können. Und zwar deshalb, weil wenn Experten unter sich bleiben, dann neigen die sehr schnell zur Sachlichkeit. Und Sachlichkeit ist ja langweilig, produziert Langeweile, und Langeweile ist der Tod des journalistischen Geschäfts. Deshalb machen es die Journalisten nun zur Aufgabe, eben diese Sachlichkeit zu zerstören. Sie müssen also dafür sorgen, dass die Dinge unsachlich bleiben, damit das Geschäft weiterläuft. Denn das müssen Journalisten leisten. Und ein sehr guter Trick von Journalisten besteht nun eben darin, genau das Gegenteil anzukündigen, indem sie also Sachlichkeit fordern und versuchen, Sachlichkeit herzustellen. Wie wird auf diese Weise Sachlichkeit zerstört? Das hatte ich schon angedeutet. Das geht, indem man eben Experten zu Wort kommen lässt, indem sie Experten befragen. Denn der Experte kennt die Sache, er kennt sich aus und weiß Bescheid und verspricht damit Sachlichkeit. Und diese Sachlichkeit der Experten trifft dann bei den Journalisten auf kritisches Nachfragen. Und damit fallen durch das kritische Nachfragen irgendwelche Ungereimtheiten auf, Ungenauigkeiten fallen auf, irgendwelche Unklarheiten, Widersprüche, also irgendwelche Informationsdefizite werden dadurch erzeugt. Und auf diese Informationsdefizite wiederum kann dann ein anderer Experte reagieren, weil er nämlich genau weiß, was da nicht stimmt an dem, was der andere da gesagt hat. Und wenn das geschieht, dann fällt weiteres kritisches Nachfragen der Journalisten an und dadurch entstehen weitere Informationsdefizite. Na, denn der nächste Experte weiß zwar auch ganz genau, worum es geht, aber er weiß auch nicht alles. Und deshalb werden, sobald Experten sich zu Wort melden und diese Expertise auf kritisches Nachfragen stößt, werden eigentlich immer weitere Experten gebraucht, die dann das, was sie wissen, auch mit großer Gewissheit mitteilen. Und durch diesen massenmedialen Expertendiskurs, den wir sehr gut kennen, der uns sehr gut vertraut ist, wird also nicht die Informationssituation verbessert, wie man das meint, sondern sie wird immer komplizierter. Und durch diese Komplikationen entstehen viele weitere Informationsdefizite. Und damit nun irgendwann nicht erkennbar wird, dass vielleicht auch die Fachexperten mit diesen Komplikationen überfordert sind, dass auch sie das alles nicht durchschauen, weil nun das Publikum anfangen könnte, den Verdacht zu bekommen, dass das vielleicht alles gar nicht haltbar ist, was diese Experten sagen, oder vielleicht nicht so viel haltbar ist, fangen die Experten nun an, von der Gefährdung der Sachen zu sprechen, über die sie reden. Um von der Gefährdung ihrer Urteilskompetenz und ihres Expertenwissens abzulenken, sprechen sie von der Gefährdung der Dinge selbst. Und so können dann die Experten von der Fraglichkeit ihres Expertenwissens und von der Zweifelhaftigkeit ihrer Urteilsgewissheit eben ablenken, indem sie Gefahren kommunizieren, und Journalisten können Aufmerksamkeit weiter stimulieren. Denn wenn die Welt oder die ganze Menschheit erstmal in Gefahr ist, dann ist jede Sachlichkeit zerstört. Und diese Situation, dass also dann die Sachlichkeit zerstört ist, also das Durcheinander sehr groß ist, ist dann genau diejenige Situation, die dann die Journalisten wieder zum Ausgangspunkt nehmen, um Sachlichkeit zu fordern und um Sachlichkeit zu versprechen. Und dann versuchen sie es wieder und dann scheitert die Sachlichkeit wieder. Davon geht die Welt nicht unter, sondern im Gegenteil, die Welt der Journalisten wird auf diese Weise, also die Welt der Massenmedien, wird auf diese Weise wunderbar gerettet. Es geht dann eben immer so weiter. Die Experten wissen sehr genau, worum es geht, und das Publikum ist beunruhigt. Und so funktioniert grob beschrieben, diese massenmediale Routine der Kommunikation von Gefährdungen. Es ist also nicht so, wie man landläufig meinen möchte, dass also zuerst die Demokratie gefährdet wäre oder die innere Sicherheit wäre gefährdet oder der Datenschutz, sondern nur die Urteilsgewissheit der Fachexperten ist zuerst gefährdet. Und um das zu verdecken, wird von Gefährdung der Sachen gesprochen. Das funktioniert sehr verlässlich, und weil das so wunderbar funktioniert, kommt es zu einer Inflation von Gefährdungshinweisen, die sehr gut dazu geeignet sind, das Ganze wie gewohnt weiterlaufen zu lassen. Massenmediale Kommunikation produziert deshalb in der Hauptsache, nicht nur, aber in der Hauptsache, keine Klarheiten, keine Wahrheiten oder Gewissheiten, sondern ganz enorme Informationsdefizite. Also sie produzieren
Ein riesiges Informationschaos, Verwirrung, Durcheinander und Dauerirrtum. Das ist zugleich Quelle und Resultat dieses massenmedialen Geschäfts, das sich aus dieser wunderbaren Symbiose von Fachexperten und Journalisten ergibt. Nun gibt es unter diesen Experten eine besondere Gruppe von Fachexperten, die in einer ganz interessanten Falle stecken. Die sind euch bekannt und das ist der Grund, worüber wir reden. Damit meine ich Datenschützer. Anders als viele andere Fachexperten sind Datenschützer in finanzieller Hinsicht also nicht von einem Publikum abhängig. Die sind also in der Regel nicht vom Verkauf von Büchern oder Zeitungen abhängig, sondern sie bekommen in der Regel irgendein Gehalt vom Staat und haben eigentlich nichts zu verkaufen. Sie könnten aus diesem Grunde, ähnlich wie Wissenschaftler oder Universität, eigentlich unter sich bleiben. Sie brauchen eigentlich kein Publikum, aber ganz so stimmt es nicht. Datenschützer brauchen Schützlinge. Besser gesagt, sie brauchen nicht Schützlinge, sondern sie brauchen eine spezifische Inkompetenz des größten Teils der Bevölkerung. Worin besteht diese Inkompetenz? Ich würde Datenschützer als eine Art modernes Priestertum beschreiben. Das mittelalterliche Priestertum zeichnete sich dadurch aus, dass es etwas damals sehr Wichtiges monopolisiert hatte. Es konnte nämlich Auskunft geben über die Vergebung der Sünden, weil die Menschen kein eigenes Verhältnis zu dem Gott hatten, an den sie geglaubt hatten. Man könnte das also salopp so formulieren: immer wenn Gott eine Pressemitteilung herausgegeben hatte, dann hatte er sie nur an die Priester geschickt, weshalb nur die Priester wussten, was Gott veröffentlicht hatte. Und wenn nun die Sünder das glauben wollten, dann hatte ihnen ihr Glaube nicht ausgereicht, wenn sie wissen wollten, was aus ihrer unsterblichen Seele werden soll. Das hatte nicht ausgereicht, ihr Glaube an Gott, sondern sie waren jetzt auf dieses Priestertum angewiesen, das ihnen Auskunft gab, was Gott denn veröffentlicht hatte. Und diese Auskunft haben sie auch gerne erteilt, natürlich unter der Voraussetzung, dass die Gläubigen die Privilegien und die Machtposition, die diese Priester hatten, nicht angetastet haben. Und unter dieser Bedingung, dass sie also diese Macht respektierten, durften sie sich für wenig Geld von ihren Sünden freikaufen. Ein ähnliches Verhältnis, nicht ganz genau so, natürlich, die Verhältnisse sind schon ein wenig anders, aber ungefähr in einem ähnlichen Verhältnis stehen wir zu Datenschützern. Datenschützer sind eine Art Anwalt für uns gegenüber einer höheren Macht. Ein Datenschützer kann etwas, das sonst keiner kann. Nämlich, und das ist wichtig, keiner kann ein Recht auf informationelle Selbstbestimmung fordern. Das können nur Datenschützer. Das heißt, fordern können wir es auch, aber wenn wir es tun, hat das überhaupt keine Relevanz. Das Recht auf informationelle Selbstbestimmung wird zwar als individuelles Recht verstanden, also als das Recht eines jeden einzelnen Menschen. Es kann aber nur von einer Stelle innerhalb der Staatsgewalt durchgesetzt werden. Und über diese Staatsgewalt kann ein einzelner Mensch nicht verfügen. Das heißt, einfach ausgedrückt, niemand kann über das Recht auf informationelle Selbstbestimmung selbst bestimmen. Darin besteht die spezifische Inkompetenz des größten Teils der Bevölkerung. Also die Analogie zum mittelalterlichen Sünder ist: der mittelalterliche Christ hatte eben kein eigenes Verhältnis zu dem Gott, an den er glaubte. Er brauchte diese Priester. Und wir modernen Staatsbürger haben keine Möglichkeit, über informationelle Selbstbestimmung selbst zu bestimmen. Weshalb wir auf Datenschützer vertrauen müssen und ihnen zur Macht verhelfen müssen. Eine Macht, die wir nicht hätten, eine Macht, die wir nicht bräuchten, wenn wir informationelle Selbstbestimmung hätten oder wenn wir die Möglichkeit dazu hätten. Und diese Inkompetenz des größten Teils der Bevölkerung, die ist zugleich die Falle, in der Datenschützer stecken. Denn die Falle ist ein Widerspruch, ne? Das ist klar, das hatte ich gesagt, die Falle selber ist ein Widerspruch und Widersprüche verweisen immer auf Informationsdefizite. Also immer dann, wenn wir es mit Widersprüchen zu tun haben, merken wir, da stimmt irgendwas nicht. Und um diese Falle zu verdecken, beziehungsweise um sich kommunikativ aus dieser Falle zu befreien, sprechen Datenschützer gerne von Gefahren und Bedrohungen für den Datenschutz. Und aus diesem Grunde sind Datenschützer sehr wohl auf eine Art Publikum angewiesen. Besser gesagt, sie brauchen die Unfähigkeit der Mehrheit der Bevölkerung zur informationellen Selbstbestimmung, um über informationelle Selbstbestimmung reden zu können.
Und auch das hat ähnlich wie beim mittelalterlichen Priestertum einen Preis, den wir entrichten müssen. Der Preis besteht nämlich darin, dass wir den Informationsgehalt von personenbezogenen Daten immer nur daraufhin beurteilen, ob das Auskunftsverlangen oder die Auskunftsverweigerung rechtmäßig geschieht oder nicht. Der Preis ist also, dass wir uns ein naives Verhältnis zum Informationsgehalt dieser Datensätze leisten, indem wir nämlich sehr kompliziert darüber nachdenken, unter welcher Bedingung Auskunft verlangt oder Auskunft verweigert werden darf. Und solange wir uns auf diese Komplikationen einlassen und solange wir uns darauf verlassen, dass diese Komplikationen das Einzige wären, worauf es ankommt, können wir naiverweise immer glauben, dass das schon klar ist, was diese Datensätze eigentlich besagen. Und das hängt übrigens auch damit zusammen, dass in der Gesellschaft ein Identitätskonzept verbreitet ist, das selten problematisiert wird. Denn würde man das tun, dann würden wir feststellen, dass Identitätskonzepte nicht so einfach zu beschreiben sind. Ein Polizist hat über das, was die Identität einer Person ist, eine ganz andere Auffassung als beispielsweise ein Psychologe. Ein Psychologe hat eine ganz andere Auffassung über das, was die Identität einer Person ist, als Künstler oder Literaten. Und das bezieht sich auch auf den Begriff der Person. Ein Jurist versteht unter einer Person etwas ganz anderes als beispielsweise ein Soziologe. Also die Verhältnisse, unter denen wir personenbezogene Daten behandeln, unter denen wir ihren Informationsgehalt beurteilen, beziehen sich immer nur auf Verhältnisse, die durch Verträge und durch Gesetze geregelt sind. In beiden Fällen geht es nur um Rechtsfragen. Welches Recht hat ein Unternehmen, welches Recht hat eine Behörde, Daten zu sammeln, zu speichern, zu verknüpfen, auszuwerten und weiterzugeben? Mit welchem Recht werden also im öffentlichen Raum Kameras aufgestellt? Mit welchem Recht werden Bewegungsprofile erhoben und dergleichen? Denn in diesen Fällen fallen immer irgendwelche personenbezogenen Daten an, deren Informationsgehalt stets nur als Rechtsangelegenheit behandelt wird. Das hat natürlich einen wichtigen Grund, den ich gar nicht bestreiten will. Das ist klar, den Grund kennen wir. Denn würde man Behörden und Unternehmen, das hätten die Möglichkeit, nach eigener Willkür über diese Daten zu verfügen, dann würden wir natürlich irgendwann unsere Freiheit verlieren, weil wir denen ja nicht einfach vertrauen können. Wir kämen sozusagen in eine Art Gefängnis. Das ist klar, das ist nicht zu bestreiten. Natürlich brauchen wir einen Schutz vor dieser Willkür, aber das heißt eben nur, dass es keine informationelle Selbstbestimmung gibt. Und dieses Defizit kann nicht durch Staatsgewalt beziehungsweise durch einen gesetzlich geregelten Datenschutz beseitigt werden. Denn, das sollte man in dem Zusammenhang sagen, Datenschützer schützen überhaupt gar keine Daten. Datenschützer schützen nur ein Rechtsgut, aber keine Daten. Es ist also nicht so, dass die Datenschützer einen großen Sack haben, wo alle Daten drin sind und auf Antrag können sie Daten herausgeben oder auch nicht. Das tun sie nicht. Unsere Naivität besteht darin, dass wir glauben wollen, dass mit der Frage nach erlaubt und verboten alle entscheidenden Antworten über den Informationsgehalt von personenbezogenen Daten gegeben werden können. Und das liegt daran liegt ein Irrtum. Denn tatsächlich, das ist keine Frage, sind Rechtsangelegenheiten immer auch von gesellschaftlicher Relevanz. Daran besteht überhaupt gar kein Zweifel. Aber nicht alle gesellschaftliche Relevanz ergibt sich aus Fragen der Rechtmäßigkeit. Und sofern wir es dabei belassen, lediglich Rechtsangelegenheiten als Kriterium zu nehmen für die Beurteilung dieser Daten, können wir immer nur Angst haben. Wir können immer nur Angst haben, wenn irgendwer irgendwelche Daten sammelt, speichert, verknüpft und weitergibt. Weil wir ja immer Angst haben müssen, auch dann, wenn es zu Recht geschieht, müssen wir Angst haben, weil wir eben die Folgewirkungen nicht kennen. Die Angst entsteht, weil wir nicht wissen, welche Folgen das haben kann, weshalb wir eben meinen, es müsse eine rechtmäßige Macht organisiert sein, die das Schlimmste in dieser Hinsicht verhindert. Und eben dies behaupten Datenschützer zu tun, aber sie tun es nicht. Sie tun es praktisch nicht. Womit wir es gegenwärtig zu tun haben, ist, dass alle Befürchtungen eingetreten sind, die man in den letzten 30 Jahren geäußert hatte. Alle Befürchtungen sind eingetreten. Man hat ausgiebig gewarnt vor dem gläsernen Kunden und dem gläsernen Staatsbürger. In den letzten 30 Jahren nicht ab und zu, nicht einmal im Monat oder so, sondern ständig. Und man hat immer einen transparenten Staat gefordert. Auch das ist sehr ausgiebig geschehen. Und beides ist völlig unrealistisch. Der Staat ist so intransparent ist er nie gewesen.
Und eine Verhinderung des gläsernen Bürgers oder des gläsernen Kunden hat sich nicht eingestellt. Das genau das Gegenteil ist tagtägliche Realität. Und wenn man das ernst nimmt, und es ist natürlich klar, wir sind sehr gut beraten, das ernst zu nehmen, dann können wir erkennen, was die Funktion von Datenschutz in der Vergangenheit eigentlich immer gewesen ist. Denn, ich sage, Datenschutz gab es auch vor 30 Jahren schon, aber der Datenschutz hat das nie verhindert. Also muss die Funktion von Datenschutz eine andere sein. Die Funktion war nicht, diesen sogenannten Datenmissbrauch zu verhindern, denn das ist nie geschehen, sondern bestand eben nur darin, den Entwicklungsprozess eines Problems zu begleiten und durch Gefährdungskommunikation das Problem zu verdecken. Denn solange Datenschützer immer nur vor dem Missbrauch von personenbezogenen Daten warnen konnten, eine Warnung übrigens, die stets den Unsachlichkeitsverhältnissen der Massenmedien unterlag, und solange das Publikum sich an diesem Expertendiskurs nicht beteiligen konnte, also sozusagen vor der Mattscheibe saß oder vor der Zeitung saß, so lange war das Publikum immer nur sozusagen in der Naivität gefangen und kam da nicht raus. Und diese Naivität, was den Informationsgehalt dieser Datensätze angeht, der personenbezogenen Daten angeht, diese Naivität hat den Entwicklungsprozess begleitet und bestimmt. Denn es sind ja nicht nur Hinz und Kunz, haben ein naives Verhältnis zu diesem Informationsgehalt, sondern zum Beispiel auch solche Leute wie der Mark Zuckerberg. Auch der denkt nicht sehr kompliziert darüber nach. Und woran kann man den Entwicklungsprozess des Problems, das ich gleich noch genauer bezeichnen werde, woran kann man ihn erkennen? Diesen Entwicklungsprozess, den kann man daran erkennen, dass wir es gegenwärtig nicht mehr damit zu tun haben, dass sich, wie das in den 80er und 90er Jahren war, ein Datenschutzskandal nach dem anderen sich ereignet haben. Das war nicht der Fall, das ist heute nicht mehr Fall, sondern es gibt jetzt nur noch einen einzigen Datenschutzskandal. Es hat sich, so könnte man sagen, in dieser Hinsicht so eine Art Singularität ereignet. Datenschutz wurde niemals sichergestellt, sondern es wurde immer nur die unrechtmäßige Verwendung von Datensammlungen skandalisiert, was immer nur dazu führte in der Vergangenheit, dass der nächste Skandal, wo Daten irgendwo veröffentlicht wurden, dass der nächste Skandal immer größer war als der Skandal zuvor. Ergebnis, das Internet selbst ist der größte Datenschutzskandal aller Zeiten. Und die Frage ist, kann dieser Skandal noch weiter gesteigert werden? Kann es einen noch größeren Skandal geben? Und das glaube ich nicht. Ich wüsste jedenfalls nicht, wie das noch gehen sollte. Und kein Datenschutz hat je ausgereicht, um diesen Skandal zu verhindern. Und jetzt stehen wir da und wissen nicht weiter. Besser gesagt, gegenwärtig wird nur dafür gesorgt, dass alles so weitergeht wie bisher. Wobei ignoriert wird, dass alles, was bislang an Gefährdung, Skandalisierung, Protest und Empörung produziert wurde, nicht das Geringste dazu beigetragen hat, einen Datenschutz zu garantieren. Datenschutz ist abgeschafft. Das ist nicht deshalb geschehen, obwohl Datenschutz gefordert und jeder Datenmissbrauch skandalisiert wurde, sondern diese Maßnahmen des Forderns, des Skandalisierens und die Versuche der beständigen Produktion von Empörung waren nur das Feigenblatt, um die Schwach- oder sagen wir Schamstellen des Expertendiskurses zu verdecken. Ich hatte die Schwach- und Schamstellen genannt. Das die erste Schwachstelle oder Schamstelle ist die Paradoxie, dass man über informationelle Selbstbestimmung nicht selbst bestimmen kann. Und die zweite Schamstelle oder Schwachstelle ist diese Naivität, die wir uns leisten, hinsichtlich der Frage, was personenbezogene Daten eigentlich besagen. Wir leisten uns in dieser Hinsicht eine Naivität, das ist eine Art Luxus, und zwar ist das zugleich auch eine politische Naivität. Wir können uns diesen Luxus erlauben, weil wir einfach glauben wollen, Politik habe lediglich etwas mit der Durchsetzung von Interessen zu tun, habe etwas zu tun mit der Organisation von Macht und mit der Rechtfertigung von Weitem. Politik sei, wenn ich das mal etwas salopp formulieren darf, das Recht, in eigener Sache so laut wie möglich zu schreien und zugleich das Recht aller anderen daran zu hindern, wenn sie das Gleiche tun wollen. Ich sage, das ist sehr salopp. So einfach ist es nicht. Aber mindestens hat für uns Politik immer etwas damit zu tun, Macht entweder zu organisieren oder zu rechtfertigen oder eben sie zu fordern. Und das scheint mir der Grund zu sein, weshalb es so schwer fällt, die Frage nach dem Informationsgehalt von personenbezogenen Daten zu versachlichen. Das hängt übrigens auch damit zusammen, also dass die Versachlichung so schwer fällt, weil man nämlich nicht mehr sagen kann, was die personenbezogenen Daten eigentlich noch besagen, wenn man sie nicht als Rechtsangelegenheit behandelt.
Das Internet als der größte Datenschutzskandal aller Zeiten ist streng genommen überhaupt gar kein Skandal. Weil er entfaltet nämlich in seiner Struktur nur das Problem, das durch Skandalisierung, Protest, Empörung und Kommunikation von Gefährdung in der Vergangenheit immer nur verdeckt wurde. Das Problem lautet, dass die Zuordnung von Daten auf Personen zwar jederzeit möglich ist, aber mit einer Zuordnung ergibt sich nur im Ausnahmefall eine Eindeutigkeit der Information. Nämlich dann, wenn bekannt ist, wer was über wen wissen will, weil man dann auch wissen kann, warum das jemand wissen will, wenn man also die Gründe kennt. Kurz gesagt, der Informationsgehalt dieser Zuordnung lässt sich relativ gut als eindeutig beschreiben, wenn die Gründe für diese Zuordnung oder für das Zuordnungsverlangen oder das Begehren bekannt sind. Und solange die Gründe bekannt sind, kann man auch die Rechtmäßigkeit dieser Zuordnung beurteilen und sie einigermaßen gut gesetzlich regeln. Einigermaßen gut. Das funktioniert aber nicht mehr, wenn sowohl keine Gründe für die Auskunftserteilung genannt werden, noch wenn überhaupt irgendein Auskunftsverlangen vorliegt. Und eben dies geschieht mit dem Internet, und das ist das Problem, das man nicht lösen kann, wenn man sich auf Rechtsfragen meint, spezialisieren zu können. In Internetkommunikation ist es im Normalfall nämlich so, dass niemand Auskunft verlangt, und genauso normal werden Auskünfte erteilt. Beides geschieht in der Hauptsache grundlos. Wenn man auch nicht sagen kann, dass es deshalb unrechtmäßig geschieht. Denn natürlich ist es rechtmäßig, dass Social-Media-Nutzer beispielsweise ihre Daten massenweise preisgeben. Das dürfen sie sicher. Aber sie müssen das nicht tun, das ist der entscheidende Punkt. Sie müssen das nicht tun. Man muss nicht bei Amazon Bücher kaufen und man muss auch nicht bei eBay Waren bestellen. Um Waren oder Tickets zu kaufen, um zu telefonieren, um zu navigieren, Thorsten, ne, muss man überhaupt gar kein Smartphone haben. Man muss auch nicht, um Briefe zu schreiben, braucht man kein Internet, oder um Texte zu verfassen oder zu verbreiten, oder um Bücher zu schreiben und zu verbreiten, oder um Petitionen zu unterzeichnen. Dafür muss man Internet nicht haben, denn das ging vorher auch immer schon. Ne, das zeigt, das Internet optimiert das Ganze nur. Und das ist der Grund, weshalb wir es machen. Also optimieren heißt, es geht schnell, es ist billig. Und es ist sehr einfach. Aber das heißt eben nicht, nur weil es eine Optimierung ist, heißt es nicht, dass wir das Internet deshalb brauchen. Man könnte natürlich sagen, wir brauchen die Optimierung. Das könnte man sagen. Aber zunächst können wir alle Dinge, die wir verrichten können, konnten wir vor 20 Jahren auch schon verrichten. Oder vor 30 Jahren, ohne dass wir das Internet hatten. Und das heißt eben ganz klar, das Internet ist überflüssig. Aber, und das ist der interessante Punkt, es ist überflüssigerweise entstanden, so müsste man eigentlich sagen, aber dieser Überfluss, diese Überflüssigkeit des Internets, der zeigt inzwischen, dass er unverzichtbar geworden ist. Zumindest kann man das inzwischen sagen. Ne? Überflüssig, aber unverzichtbar. Und eben diese Einsicht, dass in der Gesellschaft, für die Gesellschaft etwas relevant werden könnte, das nicht der Notwendigkeit unterliegt, kann durch massenmediale Produktionen von Informationsdefiziten wunderbar verdeckt werden. Und diese Verdeckungsleistung kann durch, wie ich meine, eben nicht mehr so gut funktionieren, wenn diese Informationsdefizite durch das Internet, das ja auch ein Massenmedium, auch als Massenmedium benutzt werden kann, noch einmal gesteigert werden kann. Denn auch die massenmediale Produktion von Informationsdefiziten, auch die massenmediale Produktion von Verwirrung, von Chaos und von Durcheinander wird mit dem Internet optimiert. Und das führt dann zu der Einsicht, dass die Optimierung uns darüber informiert, dass das Ganze auf gewohnte Weise nicht mehr zu behandeln ist. Und deshalb möchte ich sagen, mit dem Internet scheint mir etwas Neues zu entstehen. Und etwas Neues, das nur dann entstehen kann, wenn etwas Überflüssiges, etwas, das niemand bestellt hat, das niemand gekauft hat, das niemand beantragt oder niemand genehmigt hat, das niemand gerufen hat, etwas, das genauso gut auch nicht hätte erfunden werden können und nicht hätte erfunden werden müssen, wenn eben dieses Etwas anfängt, wichtig und relevant zu werden. Erst dann entsteht etwas Neues. Das innovative Potenzial des Internets besteht also darin, dass es überflüssig ist. Und sobald es relevant wird, provoziert es nun, möchte ich vermuten, provoziert es eine Versachlichung der Verhältnisse und damit auch eine Versachlichung des Nachdenkens darüber, weil wir es mit einem optimalen, beinahe optimalen Informationschaos zu tun haben, das nicht mehr weiter gesteigert werden kann. Es entsteht durch diesen Überfluss die Notwendigkeit zur Versachlichung
Und das geschieht auf dem umgekehrten Wege, indem ständig jede Versachlichung sabotiert wird, also auf die Spitze getrieben, die Unsachlichkeit wird auf die Spitze getrieben. Und diese Provokation, also die Provokation der Notwendigkeit zur Versachlichung wird also ablesbar an den Immunreaktionen, an den Versuchen der Abwehr dieser Notwendigkeit. Etwas Neues, das kann man allgemein so sagen, ist immer dann im Anmarsch, wenn es heißt, jetzt müssen wir endlich etwas dagegen unternehmen. Denn in dem Augenblick erkennt man ja, es ist zu spät. Und das heißt, am Anfang ist die Sabotage von der Innovation gar nicht zu unterscheiden. Und deshalb wird eine Versachlichung der Angelegenheit praktisch durch übertriebene Widerspenstigkeit in der Gesellschaft durchgedrückt. Das heißt also, die Übertreibung geschieht so lange, diese Widerspenstigkeit, also die Versuche, die Versachlichung zu verweigern, geschieht so lange und wird so heftig und so unerträglich, bis irgendwann die Wahrscheinlichkeit dafür dann eben doch steigt, diese Angelegenheiten dann doch sachlich zu behandeln, dass sich also Ordnung, eine Ordnung einstellt, die, was dann allerdings nur unter anderen Bedingungen geht. Das heißt, ich möchte vermuten, wir steuern sozusagen auf eine Versachlichungsnotwendigkeit zu. Solche Dinge sind für einen Soziologen nichts Überraschendes und nichts Seltsames. Das hat es in der Evolution der Gesellschaft immer gegeben. Ein Beispiel, weil ich das angeführt hatte, mit den Vergleich angeführt hatte, ist die Frage nach der unsterblichen Seele beispielsweise. Das hat die Menschen lange bewegt, weil sie wissen wollten, wie es um ihre unsterbliche Seele bestellt ist. Und diese Frage konnte nie sachlich behandelt werden. Deshalb hat man darauf mit Gewalt reagiert. Und diese Gewalt kennen wir und wir sind deshalb durch diese Religion traumatisiert. Aber so viel auch diese Versachlichung verweigert wurde, irgendwann ging's doch. Und die Versachlichung dieser Angelegenheit lautet, wie die Sache mit der unsterblichen Seele heute sachlich geregelt, die lautet ganz einfach, eine unsterbliche Seele von Menschen gibt es nicht und wer das trotzdem glauben will, der soll es tun. Das ist also eine wunderbare, wie ich finde, wunderbare Sachlichkeit, die ist sehr beeindruckend. Es hat solche Versachlichungsleistungen noch mehr gegeben. Wenn ich noch ein zweites Beispiel anführen darf, ist die Art, wie wir Geld benutzen, ist eine Versachlichungsleistung. Um das kurz auch ganz schnell zu erklären, Geld ist versachlichte Undankbarkeit. Früher war das so, dass man nur zahlen konnte, wenn man etwas hatte, das man hergeben konnte. Also man musste irgendwelche Dinge haben und in der Regel hat man, wenn man Geld genommen hatte, Metall genommen. Und es gab aber eine wichtige Bevölkerungsgruppe, das waren die Adligen, die hatten zwar Kapital, die hatten Land und so etwas, aber die hatten häufig kein Bargeld. Die waren also zahlungsunfähig, die konnten nichts geben. Und genau diese Unfähigkeit, etwas zu geben, weil die sich mit Geldwirtschaft nicht befasst haben, diese Unfähigkeit, etwas zurückzugeben, dadurch haben die sich selbst verdächtigt, undankbar, also dass sie bei anderen als undankbar auffielen, weil die sich selbst für Ehrenleute gehalten haben. Und für Ehrenmänner gehalten haben. Und ein Ehrenmann ist eben auch immer dankbar. Wenn sie aber Dankbarkeit zeigen mussten, dann war ihre Position in Gefahr. Deshalb haben sie mit Rauben und Morden angefangen, um zu verdecken, dass sie zahlungsunfähig sind. Und diese Rauben, Morden und diese Kriege, die haben zu Komplikationen geführt, die dann verdeckt haben, dass Zahlungsunfähigkeit eigentlich das Problem ist. Und die moderne Gesellschaft hat es dann einfach gelöst und gesagt, das Schluss, wir dokumentieren diese Zahlungsunfähigkeit einfach. Und diese Dokumente der Zahlungsunfähigkeit, die benutzen wir nun als Zahlungsmittel. Das ist eine versachlichte Undankbarkeit. Und wir kommen damit wunderbar zurecht. Und ich vermute nun, dass eine solche Versachlichung in Fragen der informationellen Selbstbestimmung auch sich irgendwann einstellen wird. Ich wüsste jedenfalls nicht, es soll mir mal jemand erklären, wie das auf rechtlichem Wege, wie das möglich sein sollte, auf gesetzlichem Wege zu gehen, wenn in den letzten 30 Jahren das nicht funktioniert hat und auch nicht funktionieren kann. Und dann kommt es eben nur darauf an, wenn ich also meine, dass das Problem versachlicht werden kann, zu lernen, wie es geht. Und das ist dann weniger eine Frage der besseren Meinung oder der Rechtfertigung von Macht oder so, sondern auch eine Sache der Geduld. Danke. Wer von euch ist der Meinung, dass ein gesetzlicher Datenschutz nach wie vor gebraucht wird? Wie soll das gehen? Was denn? Bisher ist er unwirksam. Ja.
Ja, und wie macht man daraus einen wirksamen, also auf gesetzliche Weise, einen wirksamen Datenschutz? Gesetzlich kann man, ich glaube nicht, dass es geht, sondern wir haben den besten Datenschutz, den es gibt. Nämlich der Datenschutz, um das vielleicht zu erklären, man kann mit Gesetzen, kann man regeln, den Straßenverkehr zum Beispiel kann man regeln. Man kann zum Beispiel regeln mit einem Gesetz, wo keine Hunde ausgeführt werden dürfen, damit die da nicht hinscheißen. Das kann man mit einem Gesetz regeln. Aber wenn die Hunde da doch herlaufen, dann kann man gesetzlich nicht regeln, wo sie denn dann hinscheißen werden. Verstehst du, was ich meine? Also man kann zwar sagen, die Hunde dürfen da nicht herlaufen, aber wenn sie es dennoch tun, dann kann man mit keinem Gesetz regeln, wo sie hinscheißen. Und genau das tun wir letztlich mit dem Internet. Wir scheißen einfach nur rum. Also wir geben unsere Daten preis und wir müssen das nicht tun. Und das kann man gesetzlich nicht regeln. Übrigens deshalb auch nicht, weil man uns das nicht verbieten kann. Denn tatsächlich sind wir alle Publizisten. Publizisten heißt, du kannst publizieren. Du kannst einfach schreiben, was du willst. Und das dürfen alle Menschen. Das steht auch so im Grundgesetz drin. Und dabei kommt es nicht darauf an, ob das besonders intelligent ist, was du schreibst und auch nicht, wie viel das ist. Und auch nicht, dafür kommt es auch nicht darauf an, ob es irgendjemand interessiert. Und selbst wenn du nur bei Facebook gefällt mir klickst, ja, dann ist das schon eine Publikation. Und das darfst du. Also das ist nicht etwa so, dass der Datenschützer sagen könnte, das darfst du nicht. Das darfst du eben sehr wohl. Die dürfen dich davon gar nicht abhalten. Du musst das nicht tun, aber du darfst es sehr wohl. Und das ist genau der Punkt, das wiederum kann der Datenschützer jetzt nicht, das können sie nicht. Sie können dich nicht davon abhalten, deine Kühlschranktemperatur mitzuteilen oder deine Steuererklärung oder eben den Gefällt mir-Button bei Facebook. Das können sie dir nicht verbieten. Aber sie könnten auf der anderen Seite verbieten, das Missbrauch mit den Daten. Das hängt dann davon ab, dass man eben weiß, wie denn der Gebrauch von Daten ist. Also wenn man zwischen richtig und falsch unterscheidet, dann muss ganz viel bekannt sein. Wer verlangt Auskunft? Wer muss Auskunft geben? Wer darf Auskunft verweigern? Und warum? Unter welchen Bedingungen? Welche Art von Vertrag haben wir? Welche Art von Gesetz haben wir? Wo sind die Räume, in denen das stattfindet? Wenn das alles bekannt ist, dann geht das ja auch einigermaßen. Wenn ganz viele Dinge bekannt sind. Aber wenn nicht bekannt ist, wer gibt eigentlich Auskunft? Wenn nicht bekannt ist, wer keine Auskunft verlangt? Also Facebook verlangt ja keine Auskunft. Wenn nicht bekannt ist, wer Auskunft gibt, wenn nicht bekannt ist, wer keine Auskunft verlangt, wenn nicht bekannt ist, wo das geschieht, wenn nicht bekannt ist, warum das geschieht, wenn es nicht unter gesetzlichen oder vertraglichen Bedingungen stattfindet, wenn also keine Rechtsbedingungen vorliegen, keine Vertragsbeziehungen vorliegen, dann kann man das nicht gesetzlich regeln. Denn Gesetze heißt nur immer etwas Bestimmtes und etwas Bekanntes und nicht einfach irgendwas. Das ist eine gute Frage. Das finde ich eine super Frage. Also ich weiß es nicht so. Ich würde mir darüber gerne Vorträge anhören. Wie könnte man das versachlichen? Also ich würde zunächst sagen, ich würde dazu neigen zu sagen, also ich diskutiere die Probleme nicht, die in der Vergangenheit zu nichts geführt haben. Also ich sage, wir verzichten mal auf Angst und Gewalt, auf Angst und Gefährdungskommunikation, Bedrohung. Da können wir verzichten. Was ja nicht heißt, dass es keine Bedrohungen gibt, das will ich nicht behaupten. Ich glaube schon, dass das nicht sehr gesund ist, diese Geheimdienste machen. Ich halte das kein bisschen für gesund und ich halte das auch nicht für harmlos. Aber dann kann man nur Angst stimulieren, wenn man meint, das sei, ne? Also man muss einfach mal weglassen. Und andersherum glaube ich auch, dass es keinen Grund zur Hoffnung gibt. Es gibt ja, ihr habt das mitgekriegt, diese Post-Privacy-Leute, die sagen, wenn wir keinen Datenschutz mehr haben, dann kommen wir alle in den Himmel, weil wir alle toleranter werden und so. Das ist dummes Zeug. Aber auch die verweigern die Sachlichkeit, indem sie irgendwelche Hoffnungen diskutieren. Ich würde eine Versachlichung darauf speziell fragen, also worüber können wir eigentlich nicht so gut reden? Und ich meine, wir können nicht sehr gut darüber reden, was denn personenbezogene Informationen eigentlich der Sache nach besagen, wenn wir nicht wissen, wer sich dafür interessiert, wer sie hergibt, wer sie einsammelt, wer sie verknüpft, wer sie auswertet. Wenn wir das alles nicht wissen, dann wissen wir eigentlich gar nicht, was das Ganze ist. Und dann würde ich sagen, da ist der sachliche Punkt. Nicht wissen. Also wir wissen nicht. Ne? Das Nichtwissen als Voraussetzung zu sagen, lass uns über unser Nichtwissen reden.
Und dann können wir mal ausdiskutieren, also alle Möglichkeiten an die Tafel schreiben, was wissen wir eigentlich alles nicht? Und die können wir mal durchdiskutieren, die Überlegungen. Und wenn wir das herausfinden, dann können wir vielleicht die Folgen, die sich daraus ergeben könnten, der Reihe nach durchdiskutieren. Dafür brauchen wir kein bisschen Bedrohung und kein bisschen Gefährdung und auch keine Hoffnung. Wir können das wie eine Rechenaufgabe, können wir das nach und nach abarbeiten. Ob das so geschehen wird, weiß ich nicht, aber das wäre so eine Überlegung, die mir dazu einfällt. Ne? Und eine Versachlichung heißt auch sozusagen, irgendeinen alten Knochen liegen zu lassen, an dem schon tausendmal herumgekaut wurde. Ne? Dann zu sagen, das ist eine kaputte Diskussion, die kann man daran erkennen, dass alle Wahrheiten eben immer nur wiederholt werden. Eine kaputte Diskussion kannst du daran erkennen, dass die wiederholen immer nur dasselbe. Und dann kannst du sagen, also kaputte Diskussion lassen wir beiseite. Oder eine andere Möglichkeit ist, kann man zum Beispiel informationelle Selbstbestimmung tatsächlich herstellen? Also können wir das nicht selber machen? Also ja, einfach mal prinzipiell diese Frage zu stellen. Wir machen mal selbstbestimmte informationelle Selbstbestimmung. Mit einem Datenschützer kannst du darüber nicht reden. Der sagt nur, geht nicht. Weil der sagt, weil für den Datenschützer sind Rechtsexperten eigentlich. Das sind in diesem Sinne keine Rechtsanwälte im engeren Sinne, sondern das sind Rechtsexperten. Die können nur eine Rechtsangelegenheit behandeln. Nur das Recht auf Information und dieses Recht auf informationelle Selbstbestimmung können sie nur behandeln, wenn sie als wie soll man sagen, als Agenten innerhalb der Staatsgewalt die Staatsgewalt in Anspruch nehmen können, um dieses Recht durchzusetzen. Also das heißt, Datenschützer sind ein Anwalt gegenüber der Macht, die durch die Macht selbst gewährt wird. Und deshalb können die nur mit Macht, also die sind sozusagen in die Machtverhältnisse selbst verwickelt, diese Datenschützer. Aber der Informationsgehalt von personenbezogenen Daten ist nur in seltenen Fällen, in den allerwenigsten Fällen, ist es eine rechtliche Frage. Denn du kannst das in deinem Alltag feststellen. Der allergrößte Teil der Dinge, wo du personenbezogen, ich habe jetzt neulich ein Buch in der Hand bekommen, das gehört nicht mir, da habe ich tatsächlich von einer Nachbarin den Namen, da stand Name, da hat er sie in einem alten Buch, das ist von Nachbarn geschenkt worden, das habe ich aufgeschlagen, da fand ich eine Vorladung vom Arbeitsamt aus dem Jahr 1997, da war genau drin aufgelistet, dass sie sich zu einer psychologischen Behandlung melden musste, weil sie 1997 Arbeitsamt, eine Vorladung, bla bla bla, da wurde genau aufgeschrieben, was sie hatte und so. Ich habe doch in der Hand gehalten. Also das hatte die in diesem Buch vergessen. Ne? Und ich kriege dieses Buch in der Hand und so. Das war keine rechtliche Angelegenheit, das war Zufall. Aber das sind die viel häufiger, solche und ähnliche Fälle sind viel häufiger. Ich habe das dann weggeschmissen wollen. Ne? Aber das sind die relevanten, normalen Zusammenhänge, wo du also zufällig an Daten gerätst und weil du, und dann häufig, weil wir sozusagen sie ja ohne Grund in die Hand bekommen, wissen wir auch häufig nicht, was das Ganze soll. Ich habe das weggeschmissen. Na, aber das ist der Normalfall, dass du Dinge dann vergisst oder dass du fragst, dein Alltag besteht nicht darin, durch die Gegend zu gehen und zu scannen und sagen, ist das, was hier geschieht, rechtmäßig oder nicht. Das tust du nur dann, wenn irgendwelche Verträge gebrochen werden oder wenn Gesetze gebrochen werden. Dann stellst du die Frage nach der Rechtmäßigkeit oder sonst nicht. Interessanter sind ja systematische Geschichten, weil man da eine große Datenakkumulation hat bei einzelnen Personen und Entitäten und damit natürlich eine Ansammlung von Macht. Und das ist ja das Problem. Wenn jetzt irgendwer, also selbst wenn du jetzt irgendwie dich entschieden hättest, unmoralisch mit dieser Information da umzugehen, dann wäre das Daten relativ begrenzt gewesen, die wir dann jetzt anrichten können und auch der Vorteil, den wir selbst daraus ziehen können. Aber ja, viel größer ist das ja das Problem mit einem Geheimdienst oder was auch immer. Ja, also du merkst, wovon sprichst du? Du sprichst von Dingen, die dir bekannt sind. Hier sind die Institutionen bekannt und vor allen Dingen weißt du ja nicht einmal genau, warum die das machen, sondern du hast nur, wenn du sagst, diese Geheimdienste sammeln da Daten und alles Mögliche, du verknüpfst diesen Gedanken schon direkt mit einem Verdacht darüber, warum die das machen. Und schon dieser Verdacht über die Gründe sind Gründe. Das heißt, dir sind auf einmal schon Gründe bekannt. Und das sage ich, das hatte ich gesagt, wenn Gründe bekannt sind, wenn die Institutionen bekannt sind, wenn die Personen oder die
Entscheidungsinstanz. Oder wenn das bekannt ist, dann lässt sich da auch gesetzlich was regeln. Das will ich ja gar nicht bestreiten. Aber das sind nicht die wirklich, das ist nicht die Hauptsache der Angelegenheit. Ich hatte es versucht zu erklären, die Hauptsache der Angelegenheit ist, dass jetzt etwas relevant wird, das überflüssigerweise entstanden ist, das nicht hätte entstehen müssen, nämlich das Internet. So. Und das ist sozusagen das Problem, mit dem wir es uns befassen sollten, meine ich in sachlicher Hinsicht. Die Frage ist, womit haben wir es da zu tun, womit bekommen wir es zu tun? Und dann würde ich vorschlagen, solche Naivitäten. Denn auf naive Position kannst du dich ganz einfach einrichten. Du kannst einfach sagen, das sind die Geheimdienste, ich weiß, dass man sich auf die nicht verlassen kann, das stimmt, auf die kann man sich nicht verlassen, das glaube ich auch. Du kannst dich auf die naive Position beziehen und sagen, das ist ja wohl schlimm, dass die das machen, und ich habe ja wohl das Recht, dagegen zu protestieren. Das kannst du machen. Aber dann hast du die Daten, diese Überwachungsfritzen, die werden zu dir sagen, weißt du, warum wir das machen? Wir machen das nämlich, um dein Recht zu schützen, um dein Recht auf Protestieren zu schützen. Und wenn du dann das Recht auf Protestieren dazu benutzt, um gegen diese Überwacher zu, diese Geheimdienste zu protestieren, dann sagen die, na bitte, dann ist doch alles in Ordnung. Und sie machen weiter. Sie schützen dein Recht, gegen diese Überwachung zu protestieren. Das machen sie. Das würden die behaupten. Und damit rennst du ins Leere mit deinem Protest. Wenn man dazu sachlich umgeht, könnte man das ja also im Wortsinn so eine Verdinglichung machen, dass man sagt, man hat wirklich einen Server unter deinem Schreibtisch stehen, wo deine Daten drin sind. Dass man quasi über Dezentralisierung, zwar die Kontrolle ist immer noch deutlich, also es wäre immer noch ein vernetztes Internet mit öffentlichen Daten. Aber der Speicherort der Daten wäre bekannt und mehr Zugriff braucht. Und deswegen wäre zumindest durch eine große Dezentralisierung ein Teil des Problems eingedämmt. Das ist der Versuch, sozusagen dem Problem auf diese Weise durch Technik aus dem Weg zu gehen. Das ist auch sehr häufig. Das machen Tüftler gerne. Ne? Tüftler sind ähnlich wie Soziologen. Immer wenn Soziologen nicht weiter wissen, dann machen sie eine empirische Erhebung. Und dann diskutieren sie die Erhebung und dann diskutieren sie hin und her und stellen sie fest, sie finden nichts, womit sie zurechtkommen. Und um aus dem Problem herauszukommen, fordern sie die nächste Erhebung. So machen das die Tüftler, auch die Bastler. Ne? Die basteln, finden dann irgendwas, verstricken sich in Probleme oder in Widersprüche und in Unklarheit und alles mögliche. Und wenn die nicht weiter wissen, dann suchen die die neue Maschine. Dann basteln sie weiter, suchen sie was Neues. Also sie versuchen dann die Probleme, die durch Technikgebrauch entstehen, durch den nächsten Technik oder den besseren Technikgebrauch wieder zu lösen. Und damit rennen die in ihrem Hamsterrad immer nur weiter. Archäologen machen das auch so. Sie graben was aus, kommen nicht zurecht und dann fordern sie die nächste Grabung. Und dann kommen sie wieder nicht zurecht. Also ich will damit sagen, der Informationsgehalt, was besagen personenbezogene Daten? Schon wenn man sich dieses Wort überhaupt nur anguckt. Personenbezogene Daten, schon darin ist eine theoretische Annahme enthalten, die gar nicht überprüft wird. Denn es gibt eigentlich überhaupt gar keine personenbezogenen Daten, es sei denn, man ordnet zu. Und wo diese Zuordnung nicht vorgenommen wird, da gibt es keine personenbezogenen Daten. Also personenbezogene Daten gibt es nicht einfach, sondern die entstehen durch Zuordnung. Und ohne diese Zuordnung gibt es sie nicht. Und die Datenschützer können deshalb so ohne weiteres davon reden, von personenbezogenen Daten, weil sie nämlich als Stellen innerhalb der Staatsgewalt genau darauf sich verlassen kann, dass ja durch den Staat Personen und Daten immer schon zugeordnet wurden, durch Geburtsurkunde, durch Personalausweise, durch Eintragung beim Finanzamt und so. Da finden ja durch Staatsgewalt immer schon Zuordnungen statt. Und die sind durch Gewalt zugeordnet worden, also durch Staatsgewalt auch. Und es macht für die Theorie dann keinen Unterschied, ob wir den Staat als legitim erachten oder nicht. Darauf kommt es nicht an. Entscheidend ist, dass er durch Gewalt, diese Zuordnung, geschieht durch Staatsgewalt. Auch wenn sie durch Staatsgewalt geschieht, also dass du einen Namen hast beispielsweise, ein Geburtsdatum, das sind ja alles nur Zuordnungen, die vorgenommen werden. Auch wenn wir vor diesem Staat vielleicht keine Angst haben wollen, auch wenn wir diesen Staat, auch wenn wir ihn für legitim erachten wollen, darauf kommt es nicht an. Es kommt darauf an, dass diese Zuordnung unter Gewaltverhältnissen stattfindet. Und genau das ist nicht normal. Also in unserem Alltag ist das nicht der einzige Art und Weise, wie diese Zuordnung vorgenommen werden kann. Und wenn sie unter diesen Verhältnissen, also Gewaltverhältnissen der staatlichen Reglementierung, wenn sie unter diesen Verhältnissen zugeordnet wird, dann fällt es natürlich auch sehr leicht, diese Zuordnung zu rechtfertigen und dann auch zu bestreiten.
Und dann kann man sich wunderbar auf die Probleme einlassen. Aber man könnte ja erkennen, dass diese Zuordnung auch dann, wenn sie mit Gewalt geschieht, nicht eindeutig ist. Dass nämlich nur in Hinsicht auf ein Staatsinteresse diese Zuordnung eine Relevanz hat und sonst nicht. Und sonst eben nicht. Und das heißt, personenbezogene Daten verstehen sich nicht von selbst und können in verschiedenen Kontexten dann sehr verschiedenes bedeuten. Und man kann natürlich auch sehr verschiedene personenbezogene Daten entsprechend herstellen. Die können wir ja selber herstellen. Also du kannst doch selber irgendwelche Daten von dir nehmen oder dir welche ausdenken, irgendwelche Zuordnungen vornehmen und sie der Kommunikation anbieten. Das kannst du machen. Das ist dein gutes Recht. Ich will damit sagen, dass es nicht so einfach ist zu sagen, es gibt personenbezogene Daten. Der Datenschützer kann sich das ganz einfach machen. Er sagt, die gibt's fertig, weil er sagt, den Staat gibt's. Aber so einfach ist das nicht. Der kann sich auf diese Naivität verlassen. Sondern die personenbezogenen Daten entstehen durch Zuordnung. Und diese Zuordnung kann auch anders ausfallen. Die kann man auch anders vornehmen. Und das darfst du auch. Also du musst auch nicht um Erlaubnis fragen. Was du nicht machen darfst, ist, du darfst nicht staatliche Dokumente fälschen. Das darfst du nicht. Aber nur weil du das nicht darfst, heißt es nicht, dass andere Möglichkeiten der Zuordnung von Daten auf Personen deshalb nicht möglich wäre. Das ist sehr wohl möglich. Ansatz 2. Namen, Adresse, Geburtsdatum, Wohnort, Telefonnummer, heiratet, geschieden, männlich, weiblich, schwarze Hautfarbe, weiße Hautfarbe, Brillenträger, Linkshänder, Rechtshänder, Monatseinkommen. Soll ich die noch verhindern? Es gibt ganz tausend verschiedene Daten, wie man Sachen zuordnen kann. Und man könnte doch, ich hätte so eine Idee, einfach diese Zuordnung durcheinander zu bringen, statt zu glauben, ich verteidige hier meine Identität, wie manche tun das, die versuchen, ihre digitale Identität zu retten. Das gibt's. Ja, also was wollen diese Leute eigentlich? Ihre digitale, also sie wissen eigentlich, sie sind ganz schlecht informiert über irgendwas, aber sie versuchen, ihre digitale Identität zu retten. Sagen, lass es doch einfach. Ist doch scheißegal. Verbreite verschiedene Daten über dich. Ich weiß nicht, ich kenne mich mit Softwareprogrammierung nicht so aus. Könnte man nicht automatisiert irgendwelche Gefällt-mir-Buttons bei Facebook anklicken oder sonst wo. Also, dass man es automatisiert macht. Automatisiert irgendwelche Suchroutinen durchführen. Mit Twitter-Bots irgendwas machen. Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass es irgendwie möglich sein müsste, eine informationelle Selbstbestimmung herzustellen. Und das geschieht nicht, indem wir meinen, wir müssten Ordnung, Macht organisieren oder Macht rechtfertigen und irgendwelche Protest oder Empörung betreiben, wenn es nicht klappt. Sondern zu sagen, denn also man muss dabei auch sagen, die sind schon deshalb nicht selbstverständlich, diese personenbezogenen Daten, weil sie nur in Bezug auf Fragen, in Bezug auf Hypothesen, in Bezug auf Dinge, die man wissen will, relevant sind. Und wenn man nicht weiß, in Bezug auf welche Sache diese Dinge relevant sind, dann ist das ein Sack voll Müll. Ich glaube schon, dass Facebook zum größten Teil nur einen Sack voll Datenmüll hat, weil die keine Hypothesen haben, keine Fragen haben, die sie benutzen, um diese Dinge auszuwerten. Also ich würde behaupten, dass die diese Fragen sehr wohl haben, dass wir nur eben, wie Sie sagen, keine überwältigenden Fragen haben. Es gab vor ein paar Jahren, das ist auch öffentlich von Facebook bestätigt, ein Pilotprojekt von Facebook, war die irgendwie im Namen der Forschung schon was gemacht haben. Die haben sich einige Nutzer ausgewählt und haben Beiträge von ihren Freunden, die dem eben angezeigt werden immer, nicht über ihre üblichen Algorithmen berechnet, was den Leuten jetzt angezeigt wird, sondern die haben es gefiltert. Und die haben einige Leute mit negativen Nachrichten von ihren Freunden eher beschossen, andere eben mit positiven versehen und geschaut, ob sich das auf das Nutzungsverhalten der Facebook-Nutzer auswirkt. Genau. Und sie haben dann eben die neuen, die Statusnachrichten und so weiter, wieder algorithmisch analysiert und kamen darauf, dass ja, selbstverständlich ändert es das Nutzungsverhalten der Nutzer. Ich weiß jetzt gerade nicht, in welche Richtung es war. Natürlich gab es danach auch Empörung, aber
Wie will man das kontrollieren? Wie will man das illegal machen? Diese Empörung ist immer dazu da, um etwas zu verdecken. Nämlich, man ist sozusagen in die Falle getappt. Und dann würde ich sagen, ne, und deshalb schreibt man Empör. Ne, man ist sozusagen in eine Falle getappt oder glaubt, in eine Falle getappt zu sein, dann ruft man Empörung, weil man sagt, so hätte ich es gerne nicht, weil man glauben möchte, die Welt läuft doch so, wie ich sie gerne hätte, aber so ist die Welt nicht. Also dieser naive Glaube, der wird nur durch Empörung, wird nur so ein naiver Klein-Fritzchen-Glaube verteidigt. Und durch Empörung wird das verdeckt, dass man eine naive Vorstellung von der Welt hat. Man könnte doch zum Beispiel solche Dinge versuchen, selber das zu machen. Also wenn ich mir das vorstelle, heute gibt es hochkomplexe Software, die kann man kostenlos im Internet herunterladen, da braucht man kein Experte sein und man kriegt sogar auch noch das Video-Tutorial, kriegt man auch noch geliefert bei YouTube. Also das sind Schneideprogramme, alles möglich, habe ich mir neulich eins runtergeladen. Und auch noch das Tutorial bei YouTube. Vor 30 Jahren hätte diese Software, da hätte man eine Ausbildung für gebraucht, da hätte man für diese Software viel Geld zahlen müssen, da hätte der normale Nutzer sie nicht benutzen können, weil es auch die Rechnerleistung gar nicht gegeben hätte. Aber heute kann das viel machen. Amateure können sich diese hochprofessionalisierte Software runterladen und benutzen und auch noch lernen, wie es geht. Warum soll das mit so Data Mining nicht auch gehen? Also ich weiß es nicht. Es ist nicht so, dass ich da die letzte Wahrheit kenne, aber warum nicht auch Data Mining? Heute ist Data Mining ein Geschäft von Spezialisten, die sich damit auskennen. Big Data Leuten, so, warum nicht für alle? Man müsste halt dann wissen, wie es geht. Warum soll das in 30 Jahren nicht gehen? Ne? Dass jeder sein eigenes Monitoring macht oder wie auch immer. Aber dazu müsste man eben diese Programme, wie das geschehen ist, verbreiten, verschenken. Und dann macht jeder mit bei der Überwachung. Das Problem ist doch, dass der Datenschutz versucht, sich anzugucken, dass andere Leute Data Mining betreiben und dann halt da passieren doch diese Tendenzen, die sie da haben, irgendwie Schlüsse ziehen, die dazu führen, dass Leute diskriminiert werden oder Schlimmeres. Und dadurch, dass wir jetzt vielleicht auch versuchen, Überwachung zu betreiben, müssen wir es doch nicht. Weil damit eine Versachlichung eingeleitet. Also es ist doch nicht so, dass Menschen Unrecht geschehen kann. Das ist kein sachliches Argument. Das kann immer geschehen. Das ist, wenn du so anfängst, es könnte Menschen irgendwelchen Unrecht geschehen, dann lass es. Also Versachlichung fängt dann an, wenn du sagst, also lassen wir doch mal solche naiven moralischen Fragen beiseite. Natürlich kann das sein, wenn ich über die Straße gehe, dass ich da dann Menschen Unrecht tue. Aber deshalb gehe ich doch trotzdem über die Straße. Das ist doch dumm. Also sagen wir, man kann irgendwelchen Menschen Unrecht tun, ja, man muss nicht. Fertig. Und Ende, Versachlichung heißt, also wie geht das eigentlich? Wie kann man Data Mining für alle ermöglichen? Ich sag nicht, dass das der beste Weg ist, das weiß ich nicht. Ich bin kein Scharlatan. Aha. Ja, aber der Nazi-Vergleich. Kartensystem von IBM irgendwie im Zweiten Weltkrieg in den Niederlanden, wo die halt die Bevölkerung die Daten der Bevölkerung hatten. Und sobald die Nazis dann eingeschrieben sind, wussten sie halt, wer Jude ist und konnten ihre Daten halt hier entlassen. Das ist halt, also Daten haben durchaus praktische Implikationen, das ist nicht nur irgendwie was Theoretisches. Also der Nazi-Vergleich ist die beste Methode, jede Art von Sachlichkeit zu zerstören. Es ist aber so funktioniert diese Diskussion. Genauso funktioniert. Da könnten ja böse Buben kommen. Und der Punkt ist doch, wenn ich doch weiß, was geschieht, wenn ich doch weiß, wer ist und was wer will, dann habe ich doch gesagt, ich wiederhole mich jetzt mal, wenn man weiß, wer was wissen will und warum und von wem, dann kann man auch wissen, die Gründe kennen. Und wenn man die Gründe kennt, dann kann man das auch irgendwie noch gesetzlich regeln. Und dann kann auch noch mit einer organisierten Macht sowas verhindert werden. Aber das ist nicht der normale Fall. Der wird nur deshalb normal, weil du nämlich genau mit so einem Argument, die Nazis kommen oder könnten kommen, jede Art von Sachlichkeit wieder zerstörst. Es ist nicht so. Dass ich einen Nazi-Vergleich gemacht habe, aber ich glaube, dass so Sachen nicht so selten sind. Also, ich weiß ja nicht, die Amis töten irgendwie mit Drohnenschlägen Leute, da kann man jetzt hunderte, tausende Beispiele finden und am Ende würde ich sagen, kommt man da auch gleich raus, dass
das nicht irgendwie das eine Punktklagargument ist, was ich jetzt gerade gesagt habe, sondern dass es halt nicht so selten in der Realität ist. Und dass halt ein Problem ist, womit man sich also wirklich ernsthaft befassen muss. Und dass man nicht einfach als unsachliches Ich will doch gar nicht bestreiten, dass das sowas stimmt. Das bestreite ich doch überhaupt nicht. Ich will nur sagen, damit erschöpft sich das Problem nicht. Aber genau das machen wir. Wir machen immer wieder Routinen, die immer wieder die Erfahrbarkeit des Problems verdecken. Indem wir nämlich sagen, ja, aber es könnte doch sein, dass es irgendwelche bösen Buben gibt. Ja, natürlich kann das sein. Natürlich kann das sein. Der Punkt ist, du hast keine Chance. Also die moderne Staatsgewalt, das ist ein monströser Apparat. Entweder der Staat hält sich an Gesetze und wenn er das tut und wenn wir uns darauf verlassen können, dann ist das so schlimm alles nicht oder der Staat tut es nicht. Wenn der Staat sich nicht an Gesetze hält, dann kannst du das mit Protest und Empörung nicht ändern. Du musst dich selbst bewaffnen, du musst, also anders geht es nicht und du weißt genau, wozu das führt. Diese ganzen Konflikte sind durchgearbeitet worden. Bewaffne dich und schieß die tot, die andere tot schießen. Mach es doch einfach. Das ist, weißt du, aber das genau tust du nicht. Also, noch einmal. Der Staat hält sich entweder an Gesetze und solange wir glauben können, dass der Staat es tut, ist die Sache so brisant nicht. Ich glaube schon, dass die Staaten immer weniger die Bereitschaft haben werden, sich an Gesetze zu halten. Das glaube ich schon. Das kann man schon beobachten. Aber das ist doch kein Grund zu sagen, jetzt stacheln wir mal die Angst bei den Leuten an und sagen, seht mal, wie schlimm das alles ist. So kommen wir doch in der Sache nicht weiter. Jawohl, doch. Ich glaube auch, dass auch in Europa die Staaten anfangen werden, sich immer weniger an Gesetze zu halten. Solche Praktiken wie da in den USA werden irgendwann auch in Deutschland oder in Europa, in Großbritannien und in Frankreich und sonst wo irgendwann irgendwie praktiziert. Dass wir Menschen foltern, entführen, foltern und erschießen oder, ne? Und einfach ermorden. Also, aber das ist doch alles kein Argument. Und du kannst doch nicht immer nur die Albträume aus der Vergangenheit als irgendwie immer das sachliche Argument auf den Tisch legen und sagen, seht ihr, wir wissen doch, wie schlimm das alles ist. So genau wissen wir das doch alles gar nicht. Also so genau wissen wir das doch alles gar nicht. Das würde ich jetzt nicht unbedingt zustimmen. Außerdem muss man ja irgendwie auch mal in die Geschichte gucken, um was für die Zukunft zu lernen, gelegentlich mal. Und dann nochmal zu dem davor, dass jetzt die Demonstrationen und dergleichen nichts bringen, empfinde ich auch irgendwie so. Finde ich auch irgendwie unbefriedigend, auf eine Demonstration zu gehen, weil, ja. Aber als ich vom Datenschutz gesprochen habe, habe ich jetzt auch nicht unbedingt die Methoden gemeint, die jetzt, weiß ich nicht, der Datenschutz-TM, der heutzutage so praktiziert wird, verwendet, sondern allgemein das Bestreben dahinter. Das Ziel, die Daten zu schützen, wie auch immer man es jetzt im Detail definieren möchte. Irgendwas soll ich noch sagen? Was besagen die Daten eigentlich? Wenn wir mal außer Acht lassen, dass die Frage nach rechtmäßigem Auskunftsverlangen oder rechtmäßiger Auskunftsverweigerung nicht die einzig relevante Frage ist, was besagen die denn dann? Und dann müsstest du dir die Daten angucken. Und dann wirst du feststellen, Fragen über Fragen. Und nichts ist so klar und nichts ist so eindeutig. Aus diesem Grunde machen wir das eben, dass wir sagen, wir spezialisieren uns auf Dinge, nämlich da, wo Dinge als eindeutig erscheinen, nämlich immer dann, wenn wir es mit Gewalt zu tun haben. Denn Gewalt ist ein wunderbarer Mechanismus, um Angst zu erzeugen. Und dann kann sich ganz schnell auch Angst einstellen. Und die Angst kann man wunderbar nutzen. Aber damit wird nur die Versachlichung verweigert. Dann lass doch mal die Angst beiseite. Das heißt ja nicht, dass Hoffnung das bessere Argument ist. Das sage ich ja nicht. Hoffnung ist genauso dumm. Man muss doch aber betrachten, dass ich mich entscheide, in einem Staat zu leben und in dem Staat dann diese personenbezogenen Daten auf ein, sage ich mal, für mich verträgliches Mindestmaß runtergehandelt wurden und sich das vielleicht auch geschichtlich über Jahrhunderte so entwickelt hat, dass ich jetzt ein Plastikkärtchen habe, wo mein Name draufsteht, meine Anschrift, mein Geburtsdatum. Ist halt so, muss ich halt damit
leben dafür, dass ich in der Gesellschaft unterwegs sein kann, die mir ja auch gewisse Vorteile liefern. Und das Problem, über das wir gerade eigentlich eher diskutieren, ist ja nicht der Staat, weil da ja in meinen Augen zumindest dieses Wie, Wann, Wo, Warum, von wem, von den staatlichen Daten in meinen Augen ja eigentlich geklärt ist, wenigstens in einer einigermaßen befriedigenden Art und Weise. Das Problem ist ja eher diese Dienste, die immer wieder auch in den Mund kommen, wie Facebook, Twitter, Google. Das Problem ist bloß, es zwingt mich ja keiner, die Google-Suche zu benutzen. Genau. Also darf ich mich ja aber eigentlich auch nicht dran stören, wenn Google dafür, dass ich die Suche benutze, von mir aus auch was möchte. Ich meine, ich bezahle nichts dafür, also gebe ich denen was, weil sonst hätten die ja kein Interesse, mir den Service kostenlos zur Verfügung zu stellen. Selbiges mit Facebook. Warum empöre ich mich also und tue so, wie wenn ein Staat sich darum kümmern müsste oder versagen würde, wenn er sich darum kümmern würde oder täte? Ja, das ist ja im Prinzip alles irrelevant. Du merkst an der Art, wie du argumentierst, du hast schon den ersten Satz war, wenn ich mich dazu entscheide, in einem Staat zu leben. Schon an diesem Satz, da merkst du, wie du dich von Selbstverständlichkeiten leiten lässt, die gar nicht so selbstverständlich sind. Du hast dich nicht dazu entschieden, in irgendeinem Staat zu leben. Das ist nicht eine Frage der Freiwilligkeit der Entscheidung. Warum reden wir gerne so? Weil wir nämlich sagen, Handeln müsse sich begründen und ich müsste für alles irgendeine Begründung finden, insbesondere für mein Handeln, als auch noch für Dinge, die gar nicht der Frage von freiwillig oder unfreiwillig unterliegen. Ich habe mich nicht dazu entschieden, in diesem Staat zu leben. Ich habe mich nicht dazu entschieden, die deutsche Sprache zu lernen. Das heißt nicht, dass ich dazu gezwungen bin, hier zu leben, aber das ist nicht eine Sache von freiwillig oder unfreiwillig. Das ist genau den Fehler, den wir gerne machen. Wir sagen, Handeln müsse sich an dieser Unterscheidung von freiwillig und unfreiwillig orientieren. Nur wenn wir das tun, freiwillig oder unfreiwillig, nur dann können wir Recht oder Unrecht unterscheiden. Und nur dann, wenn wir Recht und Unrecht unterscheiden können, können wir wiederum Sanktionen rechtfertigen oder fordern oder sonst irgendetwas. Weil wir nämlich wieder annehmen, das Handeln selber müsse sich an Unterschieden der Freiwilligkeit, Differenzen der Freiwilligkeit messen lassen. Aber der normale Fall ist das nicht. Der normale Fall ist nicht, ob du freiwillig oder unfreiwillig handelst. Ich will damit nicht sagen, dass du keinen freien Willen hast, aber das ist nicht der entscheidende Punkt. Ob freiwillig oder unfreiwillig, ist nicht die entscheidende, sondern nur dann eine entscheidende Frage, wenn es darauf ankommt, Handeln als rechtmäßig oder unrechtmäßig zu klassifizieren. Aber nur dann. Und wenn wir das beiseite lassen, dann ist die Frage nach der Freiwilligkeit nicht gegeben. Und dann erst können wir, gar nicht relevant, gar nicht und dann erst können wir sehen, was wir da eigentlich machen, wenn wir diese Social Media benutzen. Ob das freiwillig geschieht, ist nicht entscheidend. Entscheidend ist, dass es geschieht. Und entscheidend ist, dass das niemand gefordert hat. Und niemand hat das bestellt. Und vor allen Dingen, was wir ja auch manchmal nicht sehen, ist ja, dass diese Leute dabei, ob das nun bei Google ist oder bei Facebook oder sonst wo, ja, die sitzen da wahrscheinlich genauso rätselhaft davor und sagen, wieso geben die uns eigentlich alle ihre Daten? Wir haben das nicht verlangt. Warum machen die das eigentlich? Die suchen selber nach einer Erklärung dafür, glaube ich, wenn man mit den Leuten reden könnte. Es würde einen Riesenaufschrei geben, wenn der Staat sagen würde, wir wollen mit Gewalt, also mit Staatsgewalt eine Volkszählung durchführen. Ich habe das 1987 mitgekriegt. Riesen Geschrei. Also der Staat will eine Volkszählung durchführen. Heute geben die Leute Dinge preis. Da hätte man vor 30 Jahren also einen Bürgerkrieg für ausgerufen, wenn man gemusst hätte, sie preiszugeben. Versucht dir mal folgende Situation vorzustellen, damit wir nicht mal sagen, das ist immer alles so abstrakt oder so theoretisch. Denn warum sind Leute, die sich, also ein Fahrgast, der sich zu einem Taxifahrer ins Auto setzt, Taxifahrer kennen diese Erlebnisse, diese Erfahrungen, die berichten davon, dass die Leute, die Fahrgäste, denen die ihre intimsten Dinge erzählen, die würden sie ihrer Frau nicht erzählen oder ihre beste Freundin oder ihrer Frau oder sonst oder ihrem Mann, die würden sie niemandem erzählen. Aber die anonyme Situation, da neben dem Taxifahrer, ne, das wird erzählt. Dann wird, ne, das erzählen die Leute dann und weil sie nämlich wissen, der Taxifahrer ist nicht zur Verschwiegenheit etwa verpflichtet, sondern der muss das schon deshalb verschweigen. Warum? Weil er gar nicht weiß, wie der heißt. Der kann also eine Zuordnung hinterher gar nicht vornehmen. Weshalb also dann der Fahrgast plaudern, erzählen kann, was er will, weil nämlich wenn der Taxifahrer abends in der Kneipe sitzt, der kann darüber alles erzählen. Der hat sozusagen durch die Kommunikation ist eine Schweigepflicht hergestellt, weil der Taxifahrer eine Zuordnung nicht vornehmen kann später, sodass anonyme Kommunikation, also die anonyme, damit ja auch Lebenserfahrung, Dinge, die in der Geschichte, in der Gesellschaft so verbreiten, auch auf diesem Wege tatsächlich in der Gesellschaft bekannt gemacht werden können. Ähnliche Erfahrungen machen so Friseure und sowas. Ihr kennt das. Und ich glaube manchmal, dass solche sozialen Situationen durch diese Social Media auch entstehen.
Wenn man eben nur guckt, kann eine Zuordnung eigentlich noch vorgenommen werden von Daten auf Personen oder nicht? Ich glaube, dass bei dem Taxifahrer noch was anderes mitschwingt, und zwar, dass wir davon ausgehen, dass der eigentlich kein Interesse an diesen Informationen hat und dass er kein Interesse hat, das auf Personen zu beziehen, auf mich als Person. Und ich glaube, dass viele Leute nicht feststellen, dass bei so Online-Diensten wie Facebook und Co., wie viel da mit diesen Informationen weiter gemacht wird. Und es läuft wieder darauf, dass wir nicht kontrollieren können, was mit diesen Informationen passiert. Aber der Taxifahrer, irgendwie, wir davon ausgehen, aus irgendwelchen Gründen, dass er sowieso damit nicht weiter verfährt. Nein, es ist nicht so, dass wir nicht wissen, was mit diesen Informationen geschieht. Wir wissen nicht einmal, was diese Informationen eigentlich besagen. Was besagen sie denn? Auch das wieder. Was besagen denn die Informationen, von denen wir nicht wissen, was mit ihnen geschieht? Gleich so, als ob es schon immer klar wäre, was sie denn besagen. Aber erst wenn man herausfindet, was sie besagen, kann man wissen, was mit ihnen geschehen soll. Das ist doch ein großer Punkt, den die Big-Data-Analysten da haben, dass sie nach Hypothesen suchen. Sie haben einen Sack voll Daten und wissen nicht, worauf sie sich hin befragen sollen. Und wenn man das nicht weiß, dann sind die Daten völlig wertlos, nur Datenmüll. Also müssen Sie nach Hypothesen suchen. Und ohne Hypothesen, keine Sammlung von Daten gibt über sich selbst Auskunft. Du musst immer mit einer Hypothese kommen, mit einer Frage, mit irgendwas, mit einer Vorentscheidung, mit einer Vermutung, mit einem Vorurteil oder irgendwas. Von selbst geben die Daten nichts. Eine Datensammlung ist stumm. Und diese Situation, die ich meine, zwischen dem Fahrgast und dem Taxifahrer, ist ja wohl so, dass die durch die soziale Einteilung, die durch die Kommunikation vorgenommen wird, das hat nichts mit Interesse zu tun. Der Taxifahrer kann keine Zuordnung vornehmen, weil die soziale Situation selbst dafür sorgt, dass die Zuordnung abgesperrt ist. Es ist eine Blockade, weil die sehen sich nie wieder. Und der hat keinen Namen hinterlassen. Der Fahrgast kann die Visitenkarte nichts, der zahlt Geld und geht wieder. Und dann hat nichts, danach Interesse zu fragen, spielt überhaupt keine Rolle. Und dann spielt auch keine Rolle, warum der das macht, der Fahrgast. Klar, er muss das nicht tun. Ist klar. Die Frage, warum die Menschen das machen, ist dann völlig irrelevant. Schon deshalb nicht, weil du sowieso nicht herausfinden kannst. Denn du kannst, wenn keine Visitenkarte zurückgelassen wurde, also keine Adresse, auch nicht zurückverfolgen. Und dann könnte sich das dieser Taxifahrer, wenn der abends in der Kneipe sitzt, der könnte sich diese Geschichten genauso gut ausgedacht haben in dem Augenblick, weil das ist letztlich egal. Und das Interessante ist ja dann, was wäre, wenn solche Situationen, die gegenwärtig so marginal, solche Informationssituationen, die so marginal sind, wie diese Geschichte mit dem Taxifahrer oder so etwas, wenn das anfängt, wenn wir ein geeignetes Kommunikationsmedium haben, das dafür sorgt, dass solche Situationen anfangen könnten, häufiger vorzukommen und auch wichtig werden. Und man muss ja auch mal sehen, also ich finde, wenn ich, seitdem ich mich mit diesem Thema beschäftige, finde ich diese Sendung Aktenzeichen XY ganz interessant im Fernsehen. Da wird berichtet neulich, dass Polizisten sich selbst darum bemühen, Zeugenaussagen anonym abgegeben werden können. Also das ist total interessant. Also über Internet versuchen sie nun, also um die Zeugen zu schützen, ne? Versuchen sie nun, dass sie versuchen Zeugen zu gewinnen, die vielleicht sogar in das Verbrechen verwickelt sind. Die also anonym, und sie versuchen, ob das nun eingehalten wird, dieses Versprechen oder nicht, das kann ich nicht beurteilen, aber sie behaupten, in der Sendung wurde es ganz klar gesagt, die Anonymität des Auskunftsgebers, des Zeugen würde sichergestellt. Ob das Versprechen eingelöst wird, weiß ich nicht, aber immerhin. Ja, die Polizei sucht selbst nach Möglichkeit, eine solche anonyme Kommunikation zu garantieren. Und deshalb, schon deshalb gibt es auch keinen Grund mehr zu sagen, die haben immer nur Böses im Sinn. Denn diese Technik lässt sich ja nicht nur für solche Fälle verwenden, sondern für jeden anderen auch. Und dann wäre die ganz sachliche Frage, wie machen die das denn eigentlich? Ich kann dir die Sendung mal heraussuchen, das müsste man sich mal gucken. Da wurde eine Firma angegeben, die so eine Plattform herstellt, wo man anonym Zeugenaussagen abgeben kann. Ich würde mich mal interessieren, wie machen die das eigentlich? Rein technisch, stimmt das überhaupt? Aber bemerkenswert fand ich es, dass die Polizei also selbst, ne, sagt, wir wollen die Anonymität der Zeugen, auch dann, wenn sie die Fälle verwickelt sind, garantieren. Also das heißt, selbst den Zeugenschutz von Kriminellen zu garantieren. Das fand ich interessant. Ursprünglich ging es ja mal darum,
Ursprünglich ging es ja mal darum, wie Experten zu Laien stehen am Anfang vom Gespräch. Da hast du ja diesen Kreislauf erklärt zwischen, wie die Medien das immer mehr aus der Rationalität rausziehen und danach selbst wieder in die Rationalität reinbringen. Mhm. Hast du irgendeine Idee oder kennst du irgendein Beispiel, wo es nicht so läuft? Das sind selbstreferenzielle Kommunikationssysteme. Die funktionieren tatsächlich so. Da würden wir jetzt in die akademische Diskussion einsteigen. Ich weiß nicht, ob ihr das wollt. Aber das nennt man selbstreferenziell autopoetisch geschlossene Kommunikationssysteme. Dazu zählen die Massenmedien auch. Aber das sind nicht nur, das sind alle, Systeme, soziale Systeme, Gesellschaftssysteme, die sozusagen ihre eigene Realität konstruieren durch diese Art von Kommunikation, die sich also von ihrer Umwelt unterscheiden, so sagt man das, und die sozusagen immer nur Komplexität aus der Umwelt daraufhin untersuchen, wie sie für ihre eigene Systemstabilität genutzt werden kann. Und genau das habe ich versucht, jetzt für Nicht-Soziologen zu beschreiben. Also genau diesen Kreislauf, dass sie die Unsachlichkeit zerstören und dann die Unsachlichkeit als Ausgangspunkt dafür nehmen, sie wieder herzustellen und sie wieder zerstören. Und dabei bleibt die Reproduktion der massenmedialen Systems, die stabilisiert sich dadurch. Also gerade die Unsachlichkeit wird sozusagen hergestellt und genutzt. Aber Außenstehender, wenn man so einen Zyklus sieht, beobachtet, könnte man möglicherweise das erkennen und an den richtigen Stellen die Informationen rausziehen, die sachlich sind? Also das ist auch schon wieder richtig. Was ist denn richtig? Also was willst du denn als richtig noch? Also was willst du denn da noch als richtig besprechen? Noch einmal, personenbezogene Datensätze gibt es erst dann, wenn irgendwelche Daten auf Personen bezogen werden und wenn diese Zuordnung für andere beobachtbar ist und wenn diese Zuordnung beurteilbar ist und wenn diese Zuordnung befragt werden kann. Und im Ausnahmefall kann man sagen, diese Zuordnung ist unrechtmäßig geschehen. Sicher. Oder so. Aber das ist der Ausnahmefall. Es kommt darauf an, diese Zuordnung vorzunehmen. Und wenn man sie vornehmen kann, dann gilt, dass man sie auch immer anders vornehmen kann. Das geht auch anders. Das ist so wie ein Bild. Wenn ich ein Bild einer Sonnenblume dir male, dann kannst du sehen, wie ich eine Sonnenblume male. Aber das heißt nicht, dass man so und nur so eine Sonnenblume malen muss. Man kann sie auch anders malen. Das geht auch anders. Die Frage ist nicht, ob das geht, sondern ob wir lernen können, sowas zu tun. Und ich bin dann nicht der Scharlatan, der sagt, ich weiß, was richtig ist. Also ich nicht. Diejenigen, die wissen, was richtig ist, das sind dann diejenigen, die dann wieder versuchen, mit ihrer Expertenmeinung die Menschen, das Publikum zu belehren. Man könnte zum Beispiel sachlich sagen, auch einen Versuch, Sachlichkeit herzustellen, sagen, also was richtig und was falsch ist, das wissen nur Scharlatane oder Experten. Und alle anderen denken sachlich darüber nach. Also heißt, man weiß es nicht genau. Das ist eine ganz sachliche Einsicht. Ja, also vielleicht sollten wir dann aufhören, wenn ihr nicht mehr wollt. Warten schon draußen die Nächsten? Gut. Dann wollen wir. Ja, dann bedanke ich mich. Ich war. Und wünsche euch noch eine interessierte Unterhaltung.